Danke. Herzlich willkommen, Leute. Hier ist wieder euer Sebastian von den Gamer Neighbors und zu einer weiteren Folge Until Dawn. Und wir waren stehen geblieben, als da zwei unserer Freunde das zeitliche segnen mussten. Was beides meine Schuld war. Ich nehme die volle Verantwortung dafür. Beim ersten war ich zu langsam, um seine Kuschel-Schmusi-Freundin zu retten. Und beim anderen musste ich mich entscheiden, wobei ich mich frage, wenn es die Möglichkeit gibt, dass alle überleben, wie ich hätte da jetzt entscheiden können, damit beide überleben, aber das weiß ich nicht. So, jetzt war es zumindest von uns wie eine kluge Idee, uns aufzuteilen, anstatt zu viert durch die Gegend zu laufen. Rennen wir jetzt erstmal wieder im Zweierpärchen rum und ja, wollen ins Haus gehen, um Hilfe zu rufen. Dann machen wir das auch mal. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Entschuldigung fürs Echo, falls es gerade kam. Ich habe den Fernseher noch auf laut gehabt. Darf ich immer noch nicht rein? Ne, er hat es abgeschlossen. Aber wir sind natürlich zu faul rüber zu klettern. Dann gehen wir mal zurück. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Da! Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Hier noch irgendwas? Da kann man da zufällig irgendwie reingucken oder so? Nix. Geht's besser mit einer Axt, die ja zufällig drinne hängt. Axt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brich die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich dich aufteilen sollen. Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Da er uns eh beobachtet, schauen wir die Tür auf. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Ja, jetzt beruhig dich doch mal, Mädel. Hätten auch einmal eine Scheibe kaputt schlagen können. Oh Gott, verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag es nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Die ist doch gar nicht ich an. Ich weiß nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Gucken wir erstmal in diesen Psychoraum hier nach, wo ganz oft steht die, ne? Nein, das ist die, das englische Wort für sterben, Leute. Sterben und noch mehr sterben. Alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Aha, da ist die... Santa. Aha, da ist so eine Art Sendeturm ist da. Ein Sendeturm. Ob wir natürlich zu denen hinwollen... Irgendetwas müssen wir doch tun können. Ganz okay. Hey, da! Hier gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Hey, du Held, vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh?
deutlich. Ach, so grottig. Ja. Ja, will ich nichts drücken? Kann ich nichts drücken? Okay. Toll. Ach, der Schlüssel fehlt. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Gehen wir zurück. Wir brauchen das Funkgerät. Wieder eine entsprechende Entscheidung. Nein, lass mal zurückgehen. Lass mal zurückgehen. Ich weiß nicht, Emma. Das könnte klappen, aber ich finde, wir... Ich meine, wir sollten zurück zur Lodge. Wir sollten nachsehen, was bei den anderen los ist. Ja, nicht Warte. Trennen. Das will der Mörder. Im Ernst? Wieso willst du nur ständig zurück zur Lodge? Willst du vielleicht in dein Zimmer und heulen? Was? Nein! Sei keine Pussy, wir müssen das tun, Matt. Gut. Schön. Was immer du sagst. Wow, was war denn das für eine Entscheidungsmöglichkeit, wenn am Ende eh die Tussi bestimmt, was wir machen, Mann. Ja, lass uns aufteilen. Ist eine super Idee. Moment. Was ist denn da? Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Oh oh. Ah, ich hab schon gedacht. Ja, oh mein Gott, ich hab wieder so ein ganz ungutes Gefühl. Ja, er möchte laufen. Was haben wir hier Schönes? Eine Taschenlampe. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ah, ich merke schon. Vorsichtig, Mädel, guck doch mal hin. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Oh, Mann. Okay. Oh mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. Gleich runter. Wow. Okay. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Aber echt, ey. Bester Geheimweg und sicherer Weg. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, warum man sich aufteilt. Warum zur Hölle teilt man sich auf? Da macht man es dem Mörder, dem Monster und alles andere einfach. Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Es ist ja nicht so lang. Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Ich habe eher das Gefühl, er erwartet, dass wir genau das hier machen. Sag ich zumindest. Ich wäre zurück zur Lodge gegangen. Der wollte uns da wir seine Perspektive sehen konnten. Der wollte uns nicht da haben. Daher wäre es eine gute Idee gewesen, da zu sein. Auch wenn er direkt da ist, aber trotzdem. Was haben wir denn hier? Ein Tiki-Tupi? Oh ja. Ein Glückstotem, ey. Immerhin etwas Glück. Oh, der schöne Vollmond hier.
Wie romantisch. Und wie tödlich. Oh. Ja. Pass auf, wohin du trittst, Em. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürmen. Das für Killer-Rentiere. Ernsthaft? Ein Haufen Rentiere? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt es schon immer auf uns Menschen abgesehen. Ich wusste es. Verschwörung der Rentiere. Oh, das kommt mir doch nur allzu bekannt vor. Da steht er, unser Freund. Hallo? Leute? Was treibt ihr da draußen? Gar nichts. Sterben. Puh, zieh ich bloß nicht an, Baby. Warum sollte man auch? So, jeder, der natürlich mal Ankündigungstrailer oder Ankündigungsvideo gesehen hat zu Until Dawn, weiß jetzt, was hier im Grunde Sache ist. Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Nicht da noch was, oder war es dasselbe? Ah, ne, immer noch dasselbe. Nein, nein, ich will mir die Socke nicht nochmal ansehen. Nein, ich will sie nicht. Ach, muss ich. Ja, so hab sie mir angesehen. Dann mal raus hier. Luftballons und Kerzen, wie romantisch. Danke. So, Leute, da hat er das Video, also... Mike, Emily? Mit der Uhr habe ich jetzt... Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Ja. War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Leider weiß ich, was jetzt passiert durch den Ankündigungstrailer. Da ich ihn mir auch angesehen habe, weiß ich zumindest jetzt ein bisschen, was passiert. Und ich guck mal, ob ich da ein bisschen... gegenwirken kann. Oh, schon zwei Bilder. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Im Handtuch also. Bereit für den Senior-Abschlussball? Ja. Schon zwei Bilder von den beiden Toten, so zumindest ist einer ja davon tot. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Muss ich echt da runtergehen? Kann ich nicht noch woanders? Oh, eine Tür. Nichts. Ne? Zu. Folgen wir weiter diesen lustigen Ballons. Diese romantischen Kerzen. Immerhin will der Mörder ein bisschen hell haben.
Oh ja, wie immer noch Taschenlampe. Wow, das ist schräg. Aber auch nur ein bisschen. Hey! Leute, kommt schon, ich will nicht mehr! Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir! Überraschung. Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademess. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Weglaufen, rennen! Scheiß auf den Wichser! Spring! Lauf, Schlampe! Er ist direkt hinter dir! Stecken, weglaufen! Der humpelt. Der hat's aber mit dem Bein. Soll das ein Bett sein? Kein Türgriff? Komm schon, versuch's. Oh mein Gott. Fuck the shit. Leute, das Problem ist, ich erkenne das Ergebnis. Oder nicht? Ah, shit, falsche Tür. Nein. Fuck this. Ausgerechnet die Tür, leck mich doch. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Mann! Oh shit! Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Ruhig, zurechtweisen. Reiß dich bitte einfach einmal zusammen! Ich überlege, okay? Muss ich groß auftun, wie ein Bär. Ich bin still! Nichts machen. Ja, ganz ruhig.
Komm mit, bleib doch nicht da hinten stehen. Es klappt doch. Komm doch. Wenn du jetzt stirbst, ist es deine Schuld. Nichts tun, sonst werden die sauer. Geh, langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Die helfen uns. Das sind unsere Freunde. Ich hab jetzt was gut bei denen. Es gibt keine Tiere, die von Natur aus böse sind. Gibt es nicht. Und übrigens zur Tür, warum ich ausgerechnet, falls ihr euch jetzt fragt, Sebastian, wieso hast du denn die Tür genommen, die gewackelt hat? Ich fand, falls dass... Wenn wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. So, was ich sagen wollte, ist, ich fand das zu klischeehaft, dass der echt ausgerechnet an dieser Tür ist, die ja wackelt. Ich habe gedacht, vielleicht wären die anderen beiden jetzt da an der Tür und die hätten mich gerettet. Aber dass er ausgerechnet an der Tür ist... Ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass das im Ankündigungstrailer die andere Tür war. Aber okay, war jetzt halt mein Fehler. Mein Fehler. Das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Bestimmt. Sieht auf jeden Fall sehr heiler aus. Ist überhaupt nicht zerbrechlich. Nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise kaputt gehen kann. Ist bestimmt noch in Betrieb. Okay, zumindest leuchtet hier die Lampe. Lass die Axt da unten liegen, das ist eine sehr gute Idee. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Oh, aber es ist schon fast oben. Aussicht genießen, nee. Okay. Überhaupt nicht hoch, das Scheißteil. Und sehr safe. Ich werde erst hier nochmal eben durchsuchen. Weh, da kommt jetzt was raus. Ah, ich dachte erst. Sorry, Hannah. Immer noch vermisst. Ah. Wir verschwinden langsam in der
Mistenanzeige. Was haben wir hier? Ein Faxgerät. Tja, kein Strom. Ach, komm schon. Toll. Ich hab gesagt, zurück zur Lounge. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Mal raus hier, wa? Zack. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Oh Leute, was geht ab? Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Heute ist ein Killer, ja, morgen. Scheiße! Oh, oh mein Gott, er ist hier! Er wird mich umbringen! Was zum... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Aua.